Boxing Day in der Premier League und das bedeutet, am 19. Spieltag wird auch an Weihnachten Fußball gespielt. Der FC Liverpool zu Gast bei Leicester City, Platz 2 gegen Platz 1. Die Reds sind klarer Favorit und zeigen vielleicht heute am 26.12. tatsächlich schon, wer am Ende Meister sein wird. Eventuell die letzte Chance für Leicester nochmal oben anzuklopfen. Aktuell sind es 10 Punkte Rückstand und Leicester hat zudem ein Spiel mehr auf dem Buckel. Liverpool kommt ja gerade erst von der Clubweltmeisterschaft zurück. Im 4-3-3 soll es für Leicester dann nach vorne gehen. Die Viererkette wie gewohnt bestückt. Einzig und allein etwas ungewohnt. Albrighton heute in der Startaufstellung. Denn verletzungstechnisch kann der Stammspieler nicht aktiv sein. Bei Liverpool im Tor Alisson Becker in der Viererkette auch kein ungewohntes Bild. Naby Keita, Henderson und Lallana drin. Lallana vielleicht das noch interessant für den angeschlagenen Oxlade-Chamberlain. Springen wir in die Partie. 10. Spielminute, der FC Liverpool von Beginn an dominant nach vorne unterwegs. Leicester City erstmal auf die Defensive konzentriert. Vielleicht ein Lucky Punch über Jamie Vardy und man kann hier siegreich von dannen ziehen. Aber das wurde natürlich nicht einfach. Liverpool setzt sich direkt vorne fest. Das ist Lallana. Genialer Pass auf Sadio Mane. Der scheitert an Schmeichel. Wäre sonst auch aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen worden. Aber das war schon mal direkt eine richtig starke Aktion. Der FC Liverpool ließ sich spielerisch wirklich nichts hier ansagen, absagen. Also das war ein unglaublich dominanter Auftritt. Leicester ohne Spielkultur nach vorne. Roberto Firmino jetzt relativ alleine gelassen. Ein kleiner Körperwackler. Und in der 19. Minute steht es 1:0 für Liverpool. Firmino, ein fantastischer Treffer des Brasilianers. Oben rechts in den Winkel. Da ist für Schmeichel dann überhaupt nichts mehr zu halten. Das hochverdiente 1:0 für die Gäste bringt Jürgen Klopp und seine Spieler wieder ein Stück weit näher an den Titel. Meine Offensivaktion von Leicester, keine allzu schlechte Freistoßsituation, aber Alisson Becker ist aufmerksam und fischt den raus. Über eine halbe Stunde gespielt, das gewohnte Bild. Es geht nach vorne, von rechts nach links für Liverpool. Und Leicester mit Spielerfehlern im Aufbau. Firmino steckt durch zu Mané. Die nächste Möglichkeit, 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Hier lässt er den Ball stark durch, dann hat er den Antritt. Söyüncü bietet nur Geleitschutz. Die nächste Möglichkeit zum Erhöhen. Aber Klopps Elf musste weiterhin nichts befürchten, weil nach hinten nichts anbrannte. Keita in der 38. Minute, eben nur wenige Augenblicke nach der letzten Aktion hier mit dem Abschluss. Doch recht deutlich dann vorbei. Schmeichel muss nicht eingreifen, konnte glücklich sein, dass es noch 0:1 stand. Die Halbzeitpause rückte näher und das konnte Leicester eigentlich nur gefallen. So konnten sie nicht weitermachen. Adam Lallana wird zunächst abgefälscht. Der Querschläger landet bei Mo Salah auf seinem rechten Fuß im Strafraum. Ist dann keine optimale Schussposition. Den setzt er dann auch recht deutlich vorbei. Dann war erstmal Halbzeit, 45 Minuten gespielt. Dominanter kann es eigentlich kaum gehen und das zeigte vielleicht, wie aussagekräftig diese 10 Punkte in der Tabelle sind. Das ist fast ein Klassenunterschied gewesen. Leicester City spielte kaum mit. 48. Minute, das Bild nach wie vor das gleiche. Man konnte sich wiederholen wie eine gesprungene Schallplatte. Es passierte nicht viel Neues. Liverpool versäumte es aber bis dato, die Treffer zu machen. Das muss Salah und da fehlte nun wirklich nicht mehr viel. 51. Spielminute, wunderbarer Abschluss mit seinem stärkeren linken Fuß. Leicht angedreht, aber nicht ausreichend, sodass Schmeichel zwar fliegen kann, aber am Ende wieder Jürgen Klopp mit den Händen überm Kopf an der Seitenlinie steht.
Nun eine Stunde von der Uhr. Es änderte sich tatsächlich überhaupt nichts. Leicester City ohne Zugriff, das war ein ganz mauer Auftritt der Gastgeber. Und dann hätte es spätestens jetzt die Entscheidung sein müssen, aber irgendwie sollte es nicht sein. Henderson alleine vor Schmeichel, der hat einen super Reflex, hat das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, wehrt den ab. Der springt dann hier, wie wir sehen, ans Aluminium, von da wieder zurück ins Feld. Die Zeit lief nun den Gastgebern auch davon und theoretisch wäre auch ein Unentschieden zu wenig, aber es wäre auch absolut unverdient, denn das war schwach. Vardy nahezu komplett aus dem Spiel genommen. Adam Lallana hat da den Ball, die Übersicht und wieder Schmeichel, der seine Mannschaft hier einzig und allein im Spiel halten kann. Es sollte sich bis zum Ende nicht mehr viel ändern. 2 Minuten Nachspielzeit, die auch so langsam schon ablief. Liverpool nochmal vorne unterwegs, hatte jetzt die Chance, alles klar zu machen. Ein allerletztes Mal, Wijnaldum hat die Übersicht, da ist Naby Keita zu wenig hinter diesem Schuss. Doch es war egal, am Ende steht ein hochverdientes 1:0, das viel zu niedrig ausgeht. Aber der genaue Blick auf die Tabelle macht es dann deutlich. 13 Punkte Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften und so sah das hier heute auch aus auf dem Feld. Liverpool mit einer überragenden Leistung, einzig und allein die Chancenverwertung hätte man hier kritisieren können. Aber am Ende ist man als Sieger der rechtmäßige Akzeptant der 3 Punkte. Das ist Liverpool. Sie gewinnen hier am zweiten Weihnachtstag mit 1:0 bei Leicester City.